Jahrhundertelang haben Wildpferde in Herden gelebt. Auf der Steppe, der Pusta, auf großen, weiten Ebenen. Diese Pferde sind die Urahnen des friesischen Pferdes. Die Römer begannen bereits, diese Tiere bewusst zu züchten. Sie achteten auf Kennzeichen für die Nutzung eines Pferdes und diese Kennzeichen waren die Grundlage der Zuchtselektion. Das arabische Pferd hat einen großen Einfluss auf die Zucht in Europa gehabt. Über die Nordküste von Afrika kam diese Rasse nach Andalusien. Und im goldenen Zeitalter des Spanischen Reiches verbreitete sie sich über den gesamten Westen. Lipizzaner und Kladruben gelangten nach Mitteleuropa und das friesische Pferd in das flache Land an der Nordsee. Die Kennzeichen des friesischen Pferdes passten gut zur Arbeit auf einem Milchviehbetrieb. Bauern und Pferde bildeten eine Einheit. Generationenlang bestimmten daher gerade die Bauern die Richtung der friesischen Pferdezucht. Der friske Hinder wurde ein unentbehrlicher Freund und eine unentbehrliche Arbeitskraft. Ob es sich nun um die tägliche Arbeit auf dem Land handelte oder um Festtage der Bauernfamilie, das Pferd gehörte dazu. Das Wichtigste bei der Zucht waren natürlich Gebrauchstüchtigkeit und Bewegung. Das Pferd war unentbehrlich beim Transport von Milch und Mist und auch für den Personentransport. Während der ersten Phase der Mechanisierung des Landbaus im 19. Jahrhundert lieferte das friesische Pferd die notwendige Zugkraft. Vor Mähmaschine und Heuwender und bei allen anderen Arbeiten in dieser Zeit, das Pferd gab das Arbeits- und Lebenstempo an. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Aufkommen des lärmenden Treckers verschwand das friesische Pferd vom Bauernhof. Und so gab es 1976 in Friesland nur noch 400 friesische Pferde und nur 3 Hengste. Aber die Menschen hatten immer noch eine Schwäche für diesen stolzen, eleganten Vierbeiner. Und so übernehmen die Bürger, was der Bauer verloren hatte. Das Pferd vom Bauern zum Bürger. Vom Transport zum Sport, könnte man auch sagen. Von einem Arbeitspferd im besten Land der Erde zu einem Pferd zu Erholungszwecken all over the world. Früher waren das friesische Pferd und sein Bauer von den ersten Milchkannen früh am Morgen bis zur letzten Heufuhre am Abend Partner, Freunde. Jetzt ist das friesische Pferd ein treuer Kamerad für so manchen Bürger, in der zierlichen Quadrille, beim Ringstechen, vom Dressurreiten bis zum Wagenlenken, vom Trab zum Galopp, Mensch und Pferd in einer neuen Einheit. Trabrennen für Pferde mit Reiter und vor dem Sulki haben in den nördlichen Provinzen eine lange Tradition. Emigranten aus Friesland und Groningen vergaßen es auch nach ihrem Abschied nicht. Und am 28. September 1728 organisierten sie in den Staaten, ihrem neuen Vaterland, erstmals in diesem Erdteil ein Trabrennen als eine eigene alte friesische Volksbelustigung. Der Erfolg war groß und es wurden bald mehr Trabrennen veranstaltet. Und von Amerika aus hat der Trabrennsport sich dann weltweit verbreitet. Das friesische Pferd gehört zur friesischen Kultur. Wichtige kulturelle Veranstaltungen wie die jährliche Bauernhochzeit in Jaure sind ohne den friske Hinder unvorstellbar. Und da fahren sie, Brautpaar, Familie und Freunde begeben sich per Chaise zur offiziellen Eheschließung.
diese Bauern Brüllungsdeich. Und wir haben, seit ein paar Jahren, Urlaub und alltid verschweigen, dass es gut ist. Ich schweige für knapp wahr. Und das wird ein mooie Deich. Gut, der 25. Juli 2001. Tausende von Besuchern verfolgen jedes Jahr wieder die Trauffeier, die Mahlzeit, das Trabrennen mit allem, was dazugehört. Und zu so einer Hochzeit gehören symbolische Geschenke. Tauben, treu wie ein Pferd. Das Anbieten der Pfeife für den Bräutigam. Und dann der Rauch. Und dann wird gefeiert. Zu einer Bauernhochzeit gehört Ringstechen für die Gäste. Zusammen als Paar auf der Chaise um die goldene Peitsche. Eine Chaise, eine vornehme Chaise auf Rädern, gehört zum Ringfahren und zum Anschirren. Der friesische Bauer war ein leidenschaftlicher Pferdeliebhaber. Nicht nur bei der täglichen Arbeit, sondern auch zur Entspannung und zum Vergnügen. An Anschirrtagen wollte er daher auch nicht fehlen. Die ganze Familie war damit beschäftigt. Alle halfen bei den Vorbereitungen mit. Wenn ich aus der Bahn komme, dann stehst du da und dann gehst du bei mir beschäftigt. Mit viel Liebe und Sachverstand wurden Pferd und Reiter auf den Wettkampf vorbereitet. Alles wurde liebevoll bis ins kleinste Detail fertig gemacht. Vom Hufeisen bis zum Ohreisen, ohne Unterschied. Spannung. Schon auf dem Vorfeld stehen Pferd und Reiter beide gleich gespannt bereit. Geht es beinahe los? Dann beginnt der Wettkampf. Wer hat das schönste Pferd? Wer läuft heute am elegantesten? Schließlich zählt jedes Detail. Die Jury. Worauf achten Sie? Aufmerksam werden alle Teilnehmer verfolgt und beurteilt. Wer hat heute seinen Tag? Wer nicht? Die Spannung lässt erst nach, wenn der Ausrufer seine Stimme erhebt und die Reihenfolge bekannt macht. Freude und Enttäuschung. In verschiedenen Disziplinen wird beim Anschirren um die Preise gekämpft. Einspänner für Damen. Doppelgespann für den Wettkampfwagen. Und die Königsdisziplin besteht schon seit Generationen aus Doppelgespannen für die friesische Chaise. Und was gibt es Schöneres? Schönheit und Spannung und diese Konzentration. Alle wollen gewinnen, auch bei dem schwierigen, dreiblättrigen Kleeblatt. Und wenn man in so einer schwierigen Disziplin Sieger wird, dann sollen es auch alle wissen. Die Visitenkarte des friesischen Pferdes ist die Quadrille. Schon seit fast 40 Jahren zieht diese Show Tausende von Menschen an. In Düsseldorf, London, Paris, aber auch im Ursprungsland Friesland. Die friesische Quadrille ist eine Erinnerung an ein Turnierspiel, die Quadrilla aus Spanien,
bei der Reiter in einer Aufstellung im Viereck ritten. Sie geht zurück auf einen Tanz aus dem 18. Jahrhundert. Die Quadrille mit friesischen Pferden kombiniert die Eleganz der Tanzfiguren, die schönen authentischen Chaisen und Kostüme mit der Eleganz des friesischen Pferdes. Immer wieder fasziniert die Einheit der Bewegungen und die großartige Fahrkunst des Mannes auf der Chaise. Und das alles in einer fantastischen Show mit komplizierten Figuren. Die 12 Hengste des friesischen Hengstkarussells sind die genetische Grundlage der zukünftigen Zucht. Es sind imposante Stammväter, auf die man stolz sein kann. Die Reiter demonstrieren die Wendbarkeit friesischer Hengste in alten historischen Figuren. Wichtig dabei ist, dass Pferde und Reiter eine Einheit in Farbe, Kleidung und Bewegung bilden. Immer öfter verneigt man sich vor der klassischen Dressur mit friesischen Pferden. Die Einheit, die früher zwischen Bauern und Pferd bestand, setzt sich fort in der Einheit zwischen Amazone und Pferd. Diese Einheit von Mensch und Tier hat schon die alten Griechen fasziniert. Teilnahme an internationalen Wettkämpfen ist sehr wichtig für die Werbung für das friesische Pferd. Bei der Fahrdressur achtet man dann auf die Präsentation des Gespanns als Ganzes, während auch Regelmaß, Leichtigkeit der Bewegungen und Beherrschung beurteilt werden. Die Geschicklichkeitsprüfung ist dazu gedacht, die Gehorsamkeit der Pferde und die Geschicklichkeit und die Fachkundigkeit des Fahrers zu beurteilen. Der friesische Vierspänner wird als Ausgangsbasis das Gestüt mit Zwarte Pferd, ist ein großer Promotor der friesischen Pferderasse. Zum vierspännigen Fahren gehört auch der Marathon. Ein Trajekt mit zahlreichen Hindernissen. Für den Erfolg ist es wichtig, dass die Pferde über genügend Ausdauer verfügen und an dem großen Tag in Form sind. Für den Fahrer ist das genauso. Er muss in dem Wettkampf auch für ein gutes Tempo sorgen, auf Regelmaß der Gänge und Wendbarkeit von Pferden und Wagen achten und vor allem fehlerlos reagieren und sich in das Pferd einfühlen. Der Pferdesport hat sich zu einem breiten Volkssport entwickelt mit fast einer 500.000 von aktiven Sportlern. Durch die internationalen niederländischen Erfolge hat das Interesse am Dressurreiten stark zugenommen. Auch das friesische Pferd spielt hier eine Rolle. Die Anzahl der friesischen Pferde, die an allgemeinen Dressurwettkämpfen teilnehmen, nimmt jedes Jahr zu. An den jährlichen Dressurwettkämpfen für Friesen in Hofdorp nehmen über 200 Reiter teil. Die örtliche Zuchtvereinigung ist oft die Grundlage für den Erfolg von Reitern oder Fahrern mit friesischen Pferden. Viele Sieger haben dort die ersten Erfahrungen mit einer Jury gemacht. Dort haben sie die erste Spannung zwischen Siegen und Verlieren, Freude und Leid erlebt. Beim Fahrsport hat die Wettkampfform Dressur und Geschicklichkeit oder das berühmte Kecheltjesreiten einen speziellen Platz. An den jährlichen Fahrmeisterschaften in Ermelo nehmen viele friesische Pferde teil und mit Erfolg. Da schreiten die Friesen, stolz und elegant. Majestätische Pferde vor der goldenen Kutsche ihrer Majestät. Eine schon jahrelange Tradition und für viele der Höhepunkt des Prinzessdach. Bei der königlichen Vereinigung Het Fries Paardenstamboek in Drachten befinden sich die Personalien aller friesischen Pferde.
Junge Fohlen werden direkt nach der Geburt angemeldet und vom Stammbuch in das Fohlenbuch aufgenommen. So beginnt die Inventarisierung von allem, was das Pferd in seinem Leben mitmacht. In den Computern des Pferdestammbuchs in Drachten wird alles über das Pferd registriert. Die Pferde werden mit 3 Jahren von sachkundigen Inspektoren geprüft. Dabei wird auf Rassekennzeichen und die Leistungen des Pferdes in Schritt und Trab geachtet. Auch junge Fohlen werden beurteilt. Auf diese Weise wird die Richtung der friesischen Pferdezucht bestimmt. Das Ziel ist die Erhaltung und Verbesserung der edlen Rasse. Die Körungen finden in der ganzen Welt statt. Auch hier spielen die regionalen Zuchtvereinigungen eine wichtige Rolle. Einmal pro Jahr organisiert das friesische Pferdestammbuch in Leeuwarden oder Drachten die zentralen Körungen für Hengste und Stuten. Diese Körungen ziehen Tausende von Liebhabern des friesischen Pferdes an. Dort wird die Zukunft bestimmt. Beim friesischen Pferd ist eine richtige Identifizierung äußerst wichtig. Alle Tiere haben schließlich dieselbe schwarze Farbe. Früher war man auf das Anbringen von Tiernummern angewiesen. Heute bringt man in der linken Halsfläche einen Chip mit einem unverwechselbaren Code an. Dieser Code kann elektronisch von außen gelesen werden. Eine Verwechslung der Tiere ist so ausgeschlossen. Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Verbesserung der Zucht des friesischen Pferdes ist die künstliche Insemination. Dank dieser Technik kann das Sperma eines selektierten Stammvaters in großem Maßstab eingesetzt werden, überall auf der Welt. In einer Spermastation wird Sperma von einem ausgesuchten Deckhengst gewonnen. Das Sperma wird auf Qualität beurteilt, verdünnt und danach in flüssigem Stickstoff aufbewahrt. In kleinen Containern verpackt kommen die Spermaröhrchen zu den Stuten. Moderne Techniken machen es möglich, schon einige Monate nach der Befruchtung zu sehen, ob die Stute trächtig ist. Über den Enddarm wird dann ein Scanner eingeführt. Man kann dann auf einem Schirm sehen, ob die Stute ein Fohlen erwartet oder nicht. Aber nicht nur Sperma wird in die ganze Welt verschickt. Auch friesische Pferde reisen per Flugzeug an weit entfernte Orte. Die Liebhaber tun sehr viel und können auch sehr viel tun mit ihren friesischen Pferden. Obwohl sie nicht beruflich mit Pferden zu tun haben, sind sehr viele von ihnen auf vielen Gebieten sehr professionell. Sehr viele Menschen, das friesische Pferdestammbuch hat über 10.000 Mitglieder, haben ein Pferd in erster Linie zum Vergnügen. Viele genießen es, täglich darauf zu reiten. Andere machen mit der Familie, mit Kindern und mit Enkeln mit dem Wagen eine Fahrt durch die Natur. Wieder andere haben Freude daran, für das friesische Pferd als Haustier zu sorgen. Es ist daher auch gerade diese breite, variierte Brauchbarkeit des friesischen Pferdes, die es in der heutigen Gesellschaft so beliebt macht.